Ja, das ist doch schön so. Hallo und willkommen zurück zur Münsterhunter-Welt. Und ich habe den Bombardierer gekriegt, sehr gut. Das wird mir ordentlich helfen. Tipp stand, man soll Lebenspulver und Dämonenpulver benutzen. Könnt ihr in meiner Nähe bleiben? Packen wir es an! Ich bin noch nicht weggelaufen. Nee, gespawnt. Achso, also muss ich gar nicht trinken, okay. Das ist jedenfalls nicht den permanenten Buff. Ich habe auch Samen dabei für die 10 Sekunden Boost, falls sich das irgendwie Ja, ergibt. Ich ich benutze habe es das einfach auch mal dabei. zwischendurch. Ich weiß nicht, warum da Kaltgetränk drin ist. Ich glaube, ich brauche den gar nicht. Ja, keine Ahnung. Habt jeder von euch schon einen simplen Maxi-Trank gehabt? Dann nehme Ja, ich den mit. ich habe einen. Also. Mann, ich muss hier echt 100 Jahre scrollen. Naja. Ich habe Wir haben nur normalen Warm. 35 Minuten, also auf geht's. Oh, ach so, ist das gar keine 15 Minuten? Naja. Nope. Dann auf nach unten. Als erstes, Da ist er stinkt von der schon. Decke hauen. Dürfen wir nicht verfehlen. Solange wir Ja. noch in diesem Bereich sind. Er ist gerade nicht in der richtigen Position. Ich werde jetzt zählen, denn da ist runterschießbar. Es sind zwei. Der eine ist der, unter dem ich jetzt gleich stehe. Ich dir seine Spur nehmen? Okay, ich schieß mal drauf. Treffer, 17,50. Der andere könnte auch gehen. Ich habe ihn nicht erwischt. Oh, bleib bitte da. 17,50. Okay, sehr schön. Wir haben schon mal zweimal gut reingehauen. Okay, er macht Kometen. Das scheint aber Neo nur kurz Ceti, bevor er die komm. Ulti macht, scheint er Kometen zu droppen, die dann auch hängen bleiben. Ja. So, ich versuche derweil mal seinen Kopf zu treffen. Au! Hat mich einfach umgekickt. Ja, der Angriff macht zum Glück nicht viel Schaden. Jetzt beruhig dich doch mal. Er macht jetzt schon Charybdis bei irgendwem. Bei mir. Ich gehe mal an den Rand der Map. Meisterrang 125, okay, das ist keiner, der. Also der hat Meisterrangzeug. Der hat Ahnung. Der hat definitiv durchgespielt, sagen wir es so. Wenn er 125 hat. Ja, das ist so gut. Also Zorn hat 100, nur damit du zum Vergleich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da nochmal eine Grenze gab. Ja doch, 100. Ah, ja, 100 ist der Ruinengigante. Dann hat er den sogar gemacht. Ja. 100 war der Ruine, der Gigante. Da habe ich dann allein Wie gemacht ist und der dann. noch? Und hast du danach dann keinen Meisterrang mehr gemacht? Weil Ich sonst habe bist du danach ja keine schon. Meisterrang-Quests mehr gemacht. Oh. Das war quasi Crazy. meine letzte Ansammlung, bevor ich eine Pause gemacht habe. Und seitdem habe ich nur mit euch Okay, hat er hier bei mir gezaubert. Low-Rank-Sachen gemacht. Da! Was? Okay, irgendjemand Aufmerksamkeit. Wer will? Aua. Ich versuch's gerade. Ich heile mal ein bisschen. Danke. Wie sieht der mal aus? Oder? So einen anderen Mantel anziehen. Oh mein Gott, ich prall. Okay, an seinem Bauch prallt man ab, merkwürdig. Oder ist das sein ABS? Wie nennt sich sein Sixpack? Geht. Nicht das Okay. ABS vom Er scheint Auto. sich Oh, zu er wächst. verpissen. Cool. Okay, kann ich hier Spuren einsammeln? Dann kriege ich vielleicht ein paar Level bei dem. Scheinbar nicht. Scheinbar droppt er keine. Der Schalacker sind gar nicht hier. Ah, schade. Ey, wir haben, glaube ich, nichts auf dieser Map außer Insekten. Holy shit. Mag Wow. keine Tornados. In meiner Combo hat er einfach einen Tornado. Ich gebe euch mal ein bisschen Defense. Oh, Okay. jetzt kommt er mit Der Elektroangriff. Blitzmann. Cool. Hat er von der Kirin geklaut. Habt ihr gerade euch alle drei verletzt? Auch WTF? fett. Ich hab's. Ja, schon wieder so ein Tornado. Okay, sure. Ich weiß nicht, Ah, wo so er steht. schön.
Bei mir kommt ein Stein runter. Ich habe natürlich zu früh gedived. Alles klar. Okay. Jetzt musst du aber von dem Stein weggehen, nicht, dass du den kaputt machst. Bin dabei. Achtung. Okay, ist der vierte Typ eigentlich schon da? Ja, er kämpft doch. Ganz brav mit, würde ich sagen. Wie steht er genau bei den Kometen? Shit, jetzt haben wir... diese Tornados. Charybdis ist Tornado. Ja. Da! Was sagt er da? Oh, Neoxeti wird gerade gejagt. Bin bereit. Doch, er hält's aus. Er ist nämlich ein bisschen verletzt. Das heißt, ich gebe uns mal Machtsamen. Hau drauf. Achso, krass. Das ging anscheinend sogar von der Entfernung. Ah, ich hab's gebrochen von ihm. Ja. Komet und Meteor. Als ob Schwanz ab ist. Okay. Ja, man merkt, dass das jetzt noch nicht die AT-Variante ist. Warte mal, wo genau ist der jetzt überhaupt gedroppt? Hier, wo ich gerade geblitzt werde. Ja, gönn ihn dir. Ich hätte ihn zwar auch gern, aber im Moment ist mir das wichtiger, dass wir den erledigen. Der wird Gebiet ja nochmal wechseln. Na toll, ich hasse es. Gerade genau in den Tornado reingeschoben. Ich auch, aua. Ich kann es natürlich blocken. Das tut es scheinbar, oder ist das dein Block? Okay, man kann den scheinbar noch einmal looten. Hab 3 Schwänze bekommen, schön. Ja, gut so. Gut, das heißt aber auch, dass sein Rundumangriff weniger gefährlich jetzt sein müsste. WTF, was war das für eine Operation im Amor? Keine Ahnung. Okay, ich habe nochmal ein bisschen gehealt für euch alle und jetzt loote ich den Schwanz schnell. Okay, einmal rein mit dem. Gut. Ach, stimmt, erste Hilfe habe ich eigentlich auch. Weiß nicht, was so viel Sinn macht bei dem Viech. Ich bin betäubt und krieg einen Stein. Nice. Ich bin auch betäubt. Ich geb dir okay. Defense. Er macht es jetzt. Ah. Okay, zu den Steinen. Ich hab glaube ich keine. Ich muss hier irgendwie. Ich war auf der anderen Seite der fucking Map. Okay, das hat nicht funktioniert mit der 3 bei mir. Das ist natürlich nicht so geil. Also okay, er hat Gebiet gewechselt. Ich musste einmal um diesen fucking mit Wirbelsturm rumlaufen. Das gibt's doch nicht. Wir haben nur 3 ohnmächtig, wir haben gar nicht mehr hier. Ah, gut zu wissen. Das heißt, das war jetzt unser. Wir haben. Okay. Darf also nicht nochmal passieren. Ja. Aber wir haben seinen Schwanz. Ich glaube, wir kommen damage-mäßig echt gut voran. Verstehe noch nicht, wann muss man denn diesen Sprung triggern? Muss ich noch früher springen? Weil eigentlich war ich ja in der Luft. Ich weiß es nicht. Ich würde auch sagen früher. Ich habe es vorher nicht geschafft, deswegen wollte ich es jetzt auch gar nicht probieren. Ich habe keinen Stein auf meiner Seite. Ja, natürlich ist er direkt von meiner Fresse. Ich will erstmal den Schwanz looten gehen. Ich will mich einfach in Ruhe lassen. Du bist der Einzige, der... Also, die anderen 3 haben schon. Wir kämpfen schon mal weiter. Haben wir den eigentlich in der Wand schleudern oder will er dann nicht? Das geht nicht. Ich will mit meiner Schleuder auf seinen Kopf schießen. Okay. Okay, auf jeden Fall hast du ihn. Ja, jaba, 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 brüll, brüll, brüll. Oh, ihr seid ziemlich down alle.
Ja, und ich stecke in der Wand fest. Ich komme hier nicht weg. Ich bin am Megatrank angekommen. Gib mir einen Moment. Okay. Er hat den Kometen kaputt gemacht. Steht sogar da. Sehr cool. Einer ist, existiert auf jeden Fall, ne? Wir sollten dann rechtzeitig zum Kometen gehen. Oh Mann, ich bin betäubt, ich hasse das. Den der Ecke kann man, glaube ich, gar nicht nutzen. Aber wieso heilst du uns eigentlich mit, Dennis? Oder? Du bist es? Ah ja, ich hab's auf 1, weil das in der Rüstung ist. Ah, okay. Ich kann wieder essen. Ah ja, schön. Ja. Weiß nicht, ob ich jetzt weglaufen soll zum Essen. Nein, sicher nicht. Ach so, warte, du hast gerade nichts. Du hast auch keinen Maxi-Trank benutzt, um voll zu sein? Ich glaube nicht. Ich meine, ja, glücklicherweise ist das Ding direkt hier. Wäre schon cool, wenn du mehr Leben hast. Ja, ist ja nicht so weit. Und hier hinten sollte ich auch nicht sterben, wenn er sein Ding jetzt macht. Kann man nur hoffen. Was nehme ich hier? Fleischgericht? Wo auch immer HP drin ist. P ist, glaube ich, überall drin. Ich habe jetzt das mit Verteidigung hoch. Nicht unbedingt. Komet zerbricht, okay. So viel zu dem. Wir sind Game Over, wenn der letzte hier auch noch zerbricht und uns keinen neuen holt. Hola. Ja, deswegen sollten wir auch nicht da sein. Aber der Typ hier bleibt die ganze Zeit bei den Kometen stehen. Ich weiß nicht, meinst du, seine Attacke geht durch die Wand durch, aber da hinten ist natürlich klettert? Also es hieß im Guide, man kommt sicher nicht raus, weil die nächsten Gebiete immer noch betroffen sind. Also ich glaube, die Wand ist dem Spiel da egal. Okay, wir haben nur noch den Felsen, wo der Dennis gerade rumläuft. Muss dann reichen. Oh, jetzt haben wir einen neuen bekommen. Okay, nice. Das ist, okay, dann bleib vom Kometen weg. Wieso hängt dieser Typ da, der andere Spieler, die ganze Zeit beim Kometen rum? Hat halt Angst, dass wir es gleich brauchen. Noch steht er. Also macht er dann alles, damit das Vieh die Kometen kaputt macht oder was? Hier, ich kann was tun, ja, gegen dein Blut. Er hat mich gerade gepackt. Und ich weiß nicht, was der macht, aber ich kann nicht, kann hier nicht schlagen. Also jetzt lässt er uns in Ruhe, Dennis. Mal abgesehen davon, dass er uns natürlich immer noch treffen kann. Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Lass mich Scheiße, oh, okay. Ich war nicht nah genug dran. Oh, du hast aber überlebt, Dennis. Du warst nah genug. Ernsthaft? Ich bin der gestorben ist. Ich war nicht dahinter eigentlich, aber gut. Da hat man ja gar keine Zeit. Ja, irgendwie so. Oh, wir haben einen Großhorn. Ich habe einen Großhorn gekriegt, ich hoffe, ich auch. Ich glaube, keine anders. Und Stufe 4 reicht. Ja, das ist jetzt das Nervigste, dass wir natürlich in einer großen Gruppe spielen wollen, aber nur 3 Leben haben. Schau ein bisschen. Das ist doch scheiße. Da muss man ja einfach Glück haben. Es darf halt kein Double K.O. geben, wie wir vorhin hatten. Das war halt doof jetzt. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Maximal einen pro Angriff verlieren. Ich schau mal, was für Jägerinfos ich jetzt habe auf Max-Stufe. Dürfte aber nicht so viel mehr geworden sein. Weiß halt auch nicht. Meine Basil-Geist-Schutz hilft wahrscheinlich dagegen auch nicht, aber dann würde ich wieder so viel Defense verlieren, ist auch so eine Sache. Ich sehe jetzt seine Belohnungen. Fundstück, Mähne, Schwanz zerlegen, Schwanz. Bohren brechen, Großhorn. Vorderbeine, Scherklaue. Beim Zerlegen kommt aber auch alles vor. Alles, ja, alles tatsächlich. Und beim normalen Belohnungen auch alles. Du bist zurück? Das ist doch schon mal gut. Es wird also nicht irgendwie
anstrengend sein, irgendeinem Teil hinterher zu jagen. Kann alles überall bekommen. Es ist gut, dass wir gerade einen Großhorn bekommen haben. Das hat nämlich die niedrigste Belohnungswahrscheinlichkeit. Juhu. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht. Ich frage mich gerade, aber jetzt kann ich ja nicht mal weggehen. Ob ich jetzt genug hätte, um die Rüstung von ihm zu bauen. Weiß ja noch nicht, ob die gut gegen ihn ist. Was? Also mit Sicherheit hast du nicht genug Teile, um nur eins Rüstungsteil davon zu bauen. Das würde mich jetzt arg wundern. Ich meine, ich habe den Schwanz und ich glaube, bei mindestens einem Rüstungsteil hat mir nur der Schwanz gefehlt, also. Okay. Weiß nicht, was da sonst noch für Bullshit drin ist. Naja, also wir probieren jetzt mindestens noch das eine Mal und je nachdem, wie lange es dauert, vielleicht noch ein drittes. Also ich muss sagen, das war schon echt keine schöne Erfahrung. Aber ich muss essen, wenn wir drin sind, erinnert mich dran. Hey, wieso? Wir sind doch noch hier. Ja, ich bin aber da unten und ich komme jetzt da nicht mehr hoch, weil ich nicht teleportieren darf. Au. Ich kann zum Aufzug laufen, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Hast du irgendeine Kochfähigkeit, die dafür sorgt, dass man seinen Arsch schneller bewegt, wenn man am Wegrennen ist? Weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr vom Fleck. Ja, jetzt bin ich echt schlecht gelaunt. Ja, das ist irgendwie... Glaube nicht. Ich glaube, Bewegungsgeschwindigkeit gibt es nirgends. Man muss entweder weiter weg sein. Helles Wegstecken könnte helfen. Oder in der Lage sein, mit 3 hochzugehen. Außer der Basilgeist-Schutz sorgt dafür, dass man überlebt, aber das glaube ich jetzt auch nicht, oder? Nein, das stand extra dabei, das Guts nicht zu bringen. Für den Move. Ja, es ist schon. Einfach nur nervig. Ich pack das Lebenspulver ein und dann. Ich glaube, ich habe meine. Muss mein Zeug noch auffüllen, sonst geht mir das noch aus im Kampf, das will ich nicht. Alles nur das nicht. Was ist nicht diesen Emote, den müsste ich vielleicht nochmal Ja, wo ging das überhaupt? Gesten. Ich habe mal auf 3. Also wenn du das eingerichtet hast, so für den Notfall, ob es dann timingmäßig klappt. Ja, scheinbar muss man das sehr früh machen. Auf dem GIF sah das aber nicht so früh aus. Das Ding war schon fast am Boden. Ich kann euch das GIF verlinken, schicken. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, wenn ich sterbe, während ich in der Luft bin, dann hätte ich das Gefühl, dass... Oder ich war doch noch nicht am Runterfallen. Keine Ahnung. Ich meine, wenn du ein GIF hast, dann ja, dann post mal rein. Das hast du wahrscheinlich überlesen. Das ist nämlich auf der gleichen Webseite, aber jetzt ist es im Discord. Nee, das vorausgesetzt, es funktioniert. Bei mir nämlich nicht, aber... Wüssten das. Also der Ball kommt von oben. Nur ein Bild, okay, er springt, wenn der Ball ungefähr 1,5 Körpergrößen über dem Boden ist. Ich weiß nicht, wie früh er drückt. Wie lange hat denn das gedauert, bis man dann endlich in die Luft geht? Kann ich das hier noch machen? Ja. Und man fliegt relativ schnell hoch. Also man ist noch sehr lang weg, also ich würde eher sagen, früher besser als später. Also in dem GIF schafft das ja echt, dass der komplette Angriff schon vorbei ist, bevor wieder unten ist. Er ist natürlich aber auch relativ weit weg und das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen rausüberkommen. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, du musst eine gewisse Höhe oben sein, damit du quasi dann keinen Schaden erleidest. Und wenn du näher dran wärst, müsstest du früher springen. Ja. Ist ja nett, dass sie das eingebaut haben, aber wäre nie auf die Idee gekommen, das zu benutzen. Gut, dass in den Guide steht. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Ja. Yes. Also sonst ist das einfach nur mies, weil du hast nicht die Zeit, zu den Kometen zu laufen. Du sollst aber nicht bei den Kometen sein, ansonsten macht er sie kaputt. Es ist... Ja. Widerspruch. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das auch wirklich hier ist. Ja. Es passiert endlich. Warte mal, auf 5 ist das, oder? Packen wir es an! Ja. Leuchtfeuer, meinst du? Ja, genau. Ich hab da was vergessen. Okay, ja, du musst noch essen, hast du gesagt. Ja, das habe ich gerade, aber ich habe was anderes vergessen. Katzenessen, Hilfe. Wo ihr mit profitiert. Ah, nehmen wir die auch noch mit. Wird keiner brauchen. Ja.
Auf den vierten warte ich jetzt nicht. Wir haben ja nicht unendlich Zeit. Weiß nicht, ob das überhaupt viel bringt, aber naja. Naja, es sind Effekte. Ja, für die normalen Angriffe hilft schon. Dann wird das noch. Wo ist er? Da hinten wieder. Jetzt müssen wir erstmal wieder das mit den zwei Felsen schaffen, natürlich. Also ich hab's so gemacht, ich habe auf ihn geschossen. Dann ist er rübergehüpft. Ich hoffe, das macht er jetzt immer noch. Oh ja, das passt. Und dann nehmen wir den zuerst. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, ob er unterm zweiten ist oder ob wir den erstmal lassen. Jetzt ist es also auf jeden Fall nicht mehr. So hart davon gestunt, muss ich sagen. Aber wenn er Dennis hinterher geht, dann geht's gleich. Bin ich sicher. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich stelle mich mal genau da drunter. Ja. Eskard ist bei mir. Sieht ganz gut aus. Passt, waren beide. Ich habe nicht nachgelesen, wie viel Leben die schwache Version hat. Warte. 35.000. Also haben wir damit fast ziemlich genau 10%. Ah, nein. Macht diese komischen Tornados wieder. Ah ja, nehmen wir das doch. Heil euch, wenn ihr braucht, ein bisschen. Okay, ihr habt das hier gekriegt. Oh, bei mir. Bitte hier an den Rand. Hier stört's weniger. Oh Mann, ich will doch nur ins Gesicht schießen. Da! Okay, wir haben einen neuen Mitspieler. Ja, ich schaue bei Gelegenheit, ob der lohnenswert ist. Da will einfach nicht aufstehen. Achso, da war ein Tornado. Mein Gott, Alter. Ich kann doch nicht in jede Richtung gucken. Ach, shit. Mach gerade bei mir wieder ein. Oh, ich versuche ihn an den Rand zu locken. Ja. Okay, wir sind weit genug, dass er wegläuft. Donnermeister. Einige Meteoren. Oh, ich brenne. Tornado bei Können wir den da bitte aus der Tür rausholen? Ja, der ist echt ein dummer Mann, der da steht. Au. Der Dodgeball war nicht gut genug. Offenbar nicht. Habe ich wirklich noch keinen Mantel angezogen? Okay, dass ich überlebt habe. Alles klar. Oh, also, wieder bei mir der Tornado. Ich wollte mal ein bisschen zu sein. Oh, ihr habt ihn abgebrochen dadurch. Also, den Tornado-Spawn kann man auch abbrechen, wenn man Blitzkapseln benutzt. Oh Mann. Wir sollten hier weg. Hier ist nämlich so ein hübscher Fels. Okay, er macht Tornado bei mir. Also, wegzurollen. Da! Okay, Heat möchte ihn haben. Der Hammerman.
Ich hoffe, die beiden Felsen halten. Okay, ich muss mal schauen, ob ich auf der Nadel vorbeilaufen kann. Gut, kann ich. Okay, gucken wir mal, angreifen können. Ich würde gerne irgendwo hin, wo ich nicht abpralle, weht ihr? Sein Hinterbein. Drei Felsen, cool. Ja. Also nur nicht, ob man da dann angreift. Wir dürfen nicht zu weit weg von denen. Und bei drei mache ich mir doch keine Sorgen, dass sie down gehen. Ich sollte mal. Okay. Gut, dass ich so viel Fans darin habe. Sieh mir das da mal an und dann will ich mal schleifen. Wenn wir da beides die Schärfe haben. Okay. Okay, lauft. Okay, ja. Ja, Heat stirbt uns, glaube ich. Nee, Heat hat überlebt. Ja, schön, ihr habt es alle geschafft. Das ist sehr gut. Ah, da runter geht er jetzt. Führt Sprung aus, steht sogar dabei. Ja, cool. Gut, dann. Ich schärfe noch schnell, bevor ich dem hinterher latsch. Ich meine auch. Schärfe ist gerade noch voll. Falls euer Inventar zu leer ist, dann. Was für ein Ding? Hey, irgendjemand hat. Ach so, warte, ich hab's Kältegränk von dir bekommen, Dennis, danke. Ah, ja, okay, gut. Ja, ich brauch's, glaube ich, gar nicht, aber trotzdem cool. Oh, sehr schön, das war das Horn. Ich mein, vielleicht geht er danach jetzt um der gigantische Stadt zum Teostra-Gebiet. Ich würde gerne an ihn rangehen, aber er schleudert mich die ganze Zeit zurück. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel besser wir jetzt schon dastehen, dadurch, dass uns die zwei Leben noch nicht fehlen. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass man den hinschmeißen kann. Oder vorher lag er doch auch! Oh ja, das, ja, stimmt, ja. Da war ich nur nicht so direkt in seiner Fresse. Okay, er hat wieder so ein Meteorit fallen lassen. An seinem Schwanz. Wenn ich gerne treffen würde, aber ist so weit oben. Ach Mann, ey, musst du doch ausgerechnet jetzt nach oben gehen. Weil schöne Komet. Oh, er ist gestellt. Das heißt, er blutet. Darum kann ich mich kümmern. Ja, jetzt hat er automatisch die Akku. Ja! Das heißt, er hat keine Zeit, sich hinzusetzen. Ich habe ihn abgehackt! Sehr schön. Nur noch Zeit haben, den zu looten. Mach das bitte erst, wenn wir hier weg sind. Da kommt noch ein Meteorit. Mann, ich kann in der Lava stehen. Das ist natürlich ein Vorteil von meinem Hitzeschutz. Ich habe es vorhin auch hinbekommen. Vorhin habe ich, glaube ich, auch nicht gebrannt. Ich weiß auch nicht, ob das dann nur wegen dem Trank ist. Ja, das Lava brennt einen ja nicht ab, sondern macht auch Damage. Bei mir hatte ich kein Gefühl, vielleicht weil die Hitzeresistenz schon auf 20 ist, vielleicht war es so wenig, dass ich einfach nicht bemerkt habe. Kommt nur ein Hammer mehr, ihn heilt dich. Der leckt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass er leckt, aber. Bei mir hat er sich gerade wegteleportiert. Weil er wahrscheinlich. Ja, er hat einen von den Kometen zerstört, der Sack. Er hat noch einen zerstört. Ja, nur einer da. Mach mir keine Sorgen. Mach mir keine Sorgen. Okay, er macht wieder Döner. Der macht noch einen. Oder ach nee, das macht er. Dann ist es wieder zwei. Komm her. Also. Ja. Ich hätte gerne, dass er ein bisschen davon weggeht. Oh shit! Ja, aber die sind direkt raus. Ich bin mir unsicher, ob ich hier sicher bin. Ich drücke einfach 3. Ist auf der anderen Seite! Na okay, das hat nicht funktioniert. Du bist tatsächlich zur falschen Seite gelaufen, du hast das scheinbar falsch eingeschätzt. Der geht so hoch, ich weiß nicht, wo er runterfällt. Ey, das Gute ist, wir haben nur ein Leben verloren. Wir haben also noch einen Save. Wir sind Game Over, wenn das nächste Mal zwei sterben. Okay, also scheinbar muss man echt in den ersten zwei Gebieten das Horn brechen, damit er nicht zum Teostra runterläuft.
Und okay. Hast du versucht zu drücken? Warst du in der Luft? Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab 3 gedrückt. Okay. Man muss halt viel höher sein. Ich hätte es anscheinend viel früher drücken müssen, wahrscheinlich. Okay. Okay, er ist dann da hinten. Geh ruhig schon mal vor. Ich hole mir noch mein Schwanzstückchen. 3 Stück? Geil. Ja, hab ich auch. Ah, oh, Charybdis. Nein, ich wollte eigentlich nicht Kapseln nicht benutzen, wenn er das nächste Mal macht, aber jetzt bin ich nicht in der Nähe. Natürlich springt er genau auf mich drauf. Ja, danke für den Stun, den habe ich gebraucht. Gut. Ich habe das Gefühl, meistens waste ich dir. Macht noch einen bei irgendwem. Ah, also wie war eine eklige Gegend hier jetzt. Ah, oh, okay. Macht das bei mir? Ah ja, das ist bei mir. Okay. Ja, da. Damen sind aktiv. Oh lala. Ich trinke mal schnell was. Einiges. Für unseren Hammerman. Nice. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir ihn töten können, dadurch, dass wir schon hier sind. Ja, konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Oh, bei mir? Oh, hier, ein dritter Tornado zwischen den anderen beiden, hört sich gut an. Nochmal. Okay, er hat mich. Aber ich komme mit klar. Wir haben noch keine Kometen. Also haben wir noch Zeit, bis er seinen Scheiß macht. Ja. Sehr wahrscheinlich. Außer er ist ganz gemein und macht es einfach so, aber da müssen wir wirklich timen. Okay, jetzt ist einer da. Darf er nicht. Ich hoffe, wir können ihn töten, bevor das kommt. Ansonsten müssen wir alle überleben. Also bis auf einer. Einer darf sterben. Wo ist der Stein? Oh, unter hier. Okay. Hier jetzt auch. Uff, jetzt hat er mich gerade erwischt. Also, ziehen wir meinen Lebenskraftmantel an. Fressen wir wieder einen Machtsamen und hauen dann auf die Füße. Natürlich schiebt er mich in die Tornado, ne? Der Putzmantel ist da tatsächlich recht nützlich. Au. Ich versuche zu heilen. Gib mir einen Moment. Das war in letzter Sekunde. Ich fliege nur noch durch die Gegend. Ich habe halt nur Tränke dabei und kein Lebenspulver. Glaube ich. Alter. Aber ich benutze mal einen Defense-Samen. Elektroman. Nochmal Elektroman. Shit, okay, der eine Tornado ist beim Felsen. Der ist egal, wird schon wieder weg, Kid. Ja, nicht rechtzeitig, denke ich. Okay, lauft. Ihr seid nicht rechtzeitig. Ich bin hochgeflogen. Ich bin anscheinend hoch genug. Du hast es überlebt. Du hast ihn damit gekillt. Du hast es geschafft. Ich bezweifle, dass das Damage gemacht hat. Ich meine, wenn ich lande, aber ich glaube, er ist gestorben, bevor ich gelandet bin, also keine Ahnung. Dann hat er Vulkani gekillt. OT-Maus ausgebrochen ist. Auf jeden Fall geil. Okay, wir haben den Schwachen geschafft. Das ist ein gutes ich Ende. Ich kann mir die Bebenaufrüstung machen. Mal schauen, wie gut es ist. Wir können gerne noch was anderes machen. Ich hoffe zumindest, dass ich mir machen kann. Ich weiß ja nicht, was genau mir fehlt. Ich glaube nicht. Ich krieg gerade nur Knochen. Also jetzt kommt es auf die Reward. Schwanz habe ich auch bekommen, aber den habe ich ja eigentlich schon. Es fehlt noch irgendein Item. Ich habe nur vergessen, wie es heißt. Mähne. Ah, ja. Hier, Schwanz, Knochen, Rothorn, Mähne und noch eins. Ich glaube, es sind 5 Sachen. Und dann kriegen wir noch irgendwelche Äther-Splitter, die kommen aber erst im Reward Screen. Nice. Ich habe gar nicht geguckt, wie gut der Kerl war. Lass mich schauen. 95 Meisterrang. Also, ja, immerhin. Ja, aber der okay. Ich glaube, er hat nicht nur wieder auch gestunt, weil er hat Hammer. So. Also, ich habe Mähne, das auf jeden Fall gut ist.
Scherklaue. Meine erste Scherklaue fürs Vorderbeinbrechen. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr als eine. Ich brauche mir eh nur die Deko-Rüstung. Geht wahrscheinlich eh erst mit AT. Das okay, Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht Schnurtrum, aus, als würde okay. es zu einer Expedition. Wieso seid ihr beiden Lebensretter und ich Werkzeugmeister? Was ist, wo ist da der Sinn? Ich bitte. Ich weiß nicht, ich hab das nicht ja mehr gehalten als ihr. Egal. Ich meine, ich hab das ja nur. Ich hab das. Oder hab ich's auf 2? Spieler hat sich gedacht, was anderes habt ihr nicht. Okay, ich hab's nur auf 2, weil es auf 2 in der Rüstung war. Warte mal, ich muss zur ernsten Wildexpertin, WTF. Wo sind die? Warte, willst du mir. Okay, da muss ich mal schauen, ob Leute mit mir reden wollen. Ist mir jetzt gerade noch nicht aufgefallen, aber. Warum geht's zur Versammlung? Ist aber in die jetzige Gebiet die ernste Wildexpertin? Ich wollte den Jahren. Mein Raum, da wollte ich. Ich sehe nirgendwo ein Symbol, total doof. Müsste ein blaues Ausrufezeichen sein, beim Zelt, wo die da bei der Karte sind. Achso, du meinst in der Map? Nee, warte, ich sehe sie. Bei mir ist sie in Siliana. Achso. Vielleicht ist sie jetzt auch bei Siliana, ich bin umsonst. Also, ich kann gern schon mal vorlesen, auch wenn ihr noch nicht dort seid. Oh wow, du hast es tatsächlich geschafft, du hast es tatsächlich geschafft. Oh, okay. Lasst uns mit unserem Mogri-Freund reden. Da wird das nicht glauben. Komm schon. Ah, und sie teleportiert mich jetzt rüber. Aber ich bin noch gar nicht da. Darfst es gerne nachher selber lesen. Okay, sag mir, wenn du beim Mogri bist. Das findet sieht aus, als würde es zu einer okay, du hast es tatsächlich geschafft. Aufreißen. Lass uns zum Mogri-Freund reden. Okay, er teleportiert. Okay. Ja. Du auch dort? Ich bin auch dort. Du hast es wirklich geschafft, Kupo. Danke. Exzellente Arbeit. Hervorragende Arbeit, Jägerin. Ich bin beeindruckt. Kein Wunder, dass der Kommandant dich für eine unserer besten Jägerinnen hält. Oder eher Abenteurerin. Übrigens. Endlich ist dieser Behemoth besiegt. Und dank unserer Jägerin hier ist die Instabilität im Ätherstrom verschwunden. Ich denke, dass du schon bald nach Hause zurückkehren kannst. Okay, verabschieden wir den Mogri ganz herzlich, obwohl ich das Ding immer noch nicht sehen kann. War ein Abenteuer, aber ich muss wirklich los. Kupo, ihr Zea ruft und dank euch kann ich nach Hause. Auf Wiedersehen alle. Ich hoffe, dass wir irgendwann erneut aufeinandertreffen. Kupo. In Wilds. 10. Ah, unmöglich ist es nicht. FF14 ist ein MMO. Es läuft immer noch. Stell dir eine ESO DLC vor. Das wäre witzig. Kannst du dann da mit dem Wagen vom Noctus einfach ruhig durch die Gegend fahren, statt mit einem Reittier? Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sie will wieder reden. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ja, scheinbar. Wo ist sie? Bei euch? Bei mir ist sie ganz normal in Astera. Direkt da, wo die Forschungsstation ist. Dann gehe ich wieder zum Seliana-Ratstisch. Ja, bei mir ist sie auch dort. Belohnungen. Bin gespannt. Eine Schande, dass der Mogri gehen musste, als wir uns gerade angefreundet haben. Aber so ist das nun mal. Hallo und auf Wiedersehen. Sind ganz nah beieinander. Ach ja, er hat mir etwas gegeben, bevor er gegangen ist. Gib dies der Abenteurerin, die mir geholfen hat. Das waren seine Worte. Und das bist du. Glücklicherweise ist die Instabilität in Eorzas das Äther jetzt verschwunden. Und ich hoffe, dass es der kleine Kerl sich jetzt rückschafft. Drachenseele, Ausrüstung. Neue Titel, Hintergründe und Posen. Okay. Lese ich nicht vor. Ich laufe zum Schmied, bin gespannt. Ja, ich frage mich gerade auch, was diese Drachenseele ist. Es sah aus wie ein Insekt. Ja, genau, das wundert mich. Ist das für die Insektenklefe? Ja, es ist ein Kinsekt, nehme ich an. Kinsekten verwalten. Ja, ist es. Es ist ein Drache. Einfach ein freaking Drache, der auf deinem Arm hockt. Okay, das klingt mega süß. Ich kann ihn sogar upgraden zur wahren Drachenseele. Schmiede, Waffen. Behemoth-Scherklaue, oh nein. Okay. Waffen. Dann gibt's noch eine Stufe. Schauen wir erst einmal mir die Rüstungen an. Ja, das Wichtigste ist jetzt Ausrüstung schmieden, Dekor. Kovetarot hatte 72 Base Defense, das hat die auch, damit die denselben Defense wir am Ende haben wahrscheinlich. Was ist denn das? Wo bist du? Kritischer Blick und Luftherrscher. Luftherrscher?
Also haben die die erst im DLC hinzugefügt, bitte. Sprungangriff. Kritischer Schaden. Okay, das ist mehr kritisches Zeug mit Affinitätserhöhung. Angriffsboost. Ich glaube, okay. Das ist auf jeden Fall die Drachenreiterrüstung aus dem Online-Spiel. Erhöhte Elementalen durch gesprungene Angriffe. Das macht anscheinend wirklich Schaden, okay. Verhindert, dass deine Waffe durch das Erzielen von kritischen Treffern an Schärfe verliert. Was sind das für Defense-Werte? Ey, ich bin blind, ich finde ihn gar nicht. Was? Ich finde ihn nicht in meiner Deko-Rüstungsliste. Vielleicht muss man erst den AT machen. Das wäre jetzt das Wahrscheinlichste. Also ja, ich sehe die normale Rüstung bei hochrangig. Ja. Die leuchtet bei mir gar nicht. Die hat nur Alpha, kann das sein? Ja, die hat nur Alpha. Okay. Warte mal, wo ist meine... Ich brauche noch eine Klaue. Noch zwei Klauen, damit ich es mir komplett machen kann. Weiß nicht, wie es euch geht. Man braucht drei insgesamt. Klauen? Klauen habe ich 7, also habe ich genug. Was? Wieso hast du so viele Share-Klauen bekommen? Vielleicht hat... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich habe ja gut für dich. Ich will sie ja gar nicht, also. Dragoon-Kristall. Erhöht den Elementschaden durch gesprungene Angriffe. Verhindert, dass deine Waffe durch das Erzielen von kritischen Treffern an Schärfe verliert. Kritischer Blick ist Affinität. Kritischer Booster da auch. Ja, Luftherrscher. Das ist eine Affinitätsrüstung. Kraftrüstung. Ist nicht so gut, habe ich das Gefühl. Naja. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Machen wir noch was zusammen, oder? Gerne, aber kein Behemoth. Was auch immer du sonst brauchst, überlegst dir jetzt. Ich google Behemoth Layered Armor. Crafted using a Glamour Prism, obtained from slaying a tempered Behemoth. Natürlich. Ja. Dann braucht man einen einzigen und sonst nur noch einen Nova-Kristall. Ja, immerhin ist das billig, dann Layer zu craften. Man kriegt auch immer einen garantiert. Man braucht ihn dann noch für Galebog Insect Glaive Layered. Okay, cool. Also brauche ich ihn nur einmal machen, Gott sei Dank. Dann denke ich, dass wir als nächstes den anderen machen würden. Wenn du keinen weiteren Behemoth machen möchtest. Den Waldschrat? Ja, genau. Den habe ich aber auch, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Das ist eine Event-Quest, also müsste es eigentlich egal sein. Ich denke auch. Es wird aber schwer. Meinst du schwerer als der Behemoth? Okay, schwerer als der Behemoth? Ja. Gift. So, Waldschrat, Stufe 4. Zweier Jagd, aber nur in der kleinen Quest. Waldschrat. Schwachpunkt, Kopf. Und Hörner. Kopf doppelt brechbar. Verhindert, glaube ich, auch, dass er zaubert oder so, ich weiß nicht. Ansonsten Bauch brechbar und Beine brechbar. Was steht da so? Von einem Waldschreit kontrollierte Jagras und Ekelgeier sind zähe Gegner, aber das Igni-Zeichen macht kurzen Prozess mit Wurzeln. Am stärksten ist Feuer, gefolgt von Donnerdrache. Ebenfalls 3 Sterne hat Gift. Also Feuergift für den. Ja, ich schau gerade mal. Beim Zerlegen gibt's nur Schädel. Fürs doppelte Brechen der Hörner oder des Kopfes gibt es das Geweih. Und Waldschrat Harz, wenn man seine Beine bricht. Ansonsten Klaue, Knochen, Harz, Geweih gibt's auch als Belohnung, wenn man ihn besiegt. Insofern braucht man sich jetzt nicht so wirklich die Mühe machen, das zu schaffen. Gut, gut. Ein Feuer, Schwert oder Gift? Merkwürdig. Ich glaube, ich habe da die perfekte Waffe dafür. Die das nämlich beides kann. Ach, du hast eine Waffe, die beides kann? Ja, Doppelkling. Wyvern Zwietracht, Seltenheit 12. 15% Kritchance, weiße Schärfe, Gift und Feuer, jeweils 360. 50%, 50%. Let's go. Ja, ansonsten keine Ahnung, ich habe jetzt keine Waldschrat-Taktiken. Ja, ich versuche mal mein Glück.
Ich würde einfach die da nehmen, denke ich mal. Ja, wir probieren ihn mal. Er kann, so schlimm kann er nicht sein. Auch wenn er AT ist, nicht wahr? Ja, wollen wir mal hoffen. Ich meine, er kann keinen One-Hit haben. Das ist ja das Schlimme bei dem anderen, mehr oder weniger, dass er einen One-Hit hat. Ja, sowas hat er, glaube ich, nicht. Und wir sind mehrere Leute, also... Ja, bestimmt gar nicht. Wissen wir, wo wieder angreift? Womit er angreift? Also, like, welche Defense-Werte das wären? Oder ob das einfach ja, natürlich nicht an die... Mach normale Defense. Ich kann mir nicht erinnern, dass er irgendein Element benutzt. Er spawnt Wurzeln und macht Wind, keine Ahnung. Weißt du was? Ich probiere Einschüchtern aus. Verhindert, dass dich kleine Monster angreifen, selbst wenn sie dich gesehen haben. Wenn die Jagras mich ignorieren dadurch, das wäre ja episch. Viel Spaß wünsche ich euch dann natürlich. Einschüchtern. Ist das ein 2? Ist das eine höhere Juwelstufe als 1? Mir fehlt ein göttlicher Segen, bitte. Ich habe hartes Einschüchtern, das gibt mir alle 3 Stufen. Ach so, das, okay. Die ersten beiden sind nutzlos, weil sie dich trotzdem angreifen können. Aber das dritte Stufe verhindert angeblich, dass sie angreifen. Also wir werden sehen, ob das einen Unterschied macht, wenn die vom Waldschrat befehligt werden. Bezweifle ich es irgendwie. Okay, mir fehlt ein göttlicher Segen, aber ja, egal. Das wird nicht so schlimm sein. Ich will jetzt die Glyph haben. Wo ist dieses Teil? Hier, vor WTF, okay. Das sieht ja krass aus. Diese Vorschau. Verbessern. Ist nicht... nehmen wir Igni mit. Wieso sagtest du... Hä? Wieso sagtest du, du kannst die Drachenseele verbessern? Ich krieg da jetzt nichts, wenn ich da draufklicken will. Ja, okay. Dafür brauchst du Meisterin. Oh, achso, okay. Die eine Verbesserung war aber seltener als 7. Ich finde mein Igni... Ah, hier. Jäger-Runenstein? Ah ja, doch. Das ist er. Ach, meinst du, wir sollen das mitnehmen? Dabei. Warum nicht? Gegen die Ranken haben wir nichts Besseres, also... Ja gut, wir werden nicht vergessen und ciao. Ciao.